Da ist ein Häschen. Da sind ganz viele Häschen. Und da hinten sind noch mehr Häschen. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Irgendwas steht da. Es ist Samstagmorgen und in 2 Wochen haben wir unseren Little Mammut. Und insofern wollen wir heute noch mal eine etwas längere Strecke machen. Also haben wir uns überlegt, dass wir nicht so weit fahren und haben uns in Köln eine 7-Brücken-Tour geplant, die so 28 Kilometer lang wird. Und im Moment ist noch ein bisschen frisch, aber das wird sich ja gleich noch ein bisschen legen. Wir haben irgendwie kurz vor 7 und... Das Problem war früh aufstehen. Ja. Und ja, es gibt ja in Köln 7 Brücken, die komplett auf Kölner Gebiet sind. Und dann die Leverkusener Brücke, die halb auf Kölner Gebiet ist. Und ja, die lassen wir aus. Ansonsten werden wir die Mülheimer Brücke und die Rodenkirchner Brücke jeweils einmal laufen und alle anderen 2-mal, also immer so zwischen den Rheinufern hin und her springen. Und ja, werden euch dann wahrscheinlich immer zwischendurch ein paar Impressionen von den Brücken und dem Landschaften oder was auch immer dazwischen geben. Ich drehe euch mal rum. Und dann seht ihr da hinten schon die Mülheimer Brücke. Mussten ja auch gucken. Und was ist das? Der Kölnpfad. Genau, der Kringel hier sagt, dass wir auch auf dem Kölnpfad sind. Da hatten wir ja auch schon mal ein Video gedreht, wo wir hier 41 Kilometer gelaufen sind. Das verlinken wir euch mal oben. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Scheint so, ja. Heidi wundert sich gerade, weil da stand Umleitung Kuhweg. So, da sind wir schon an der Mülheimer Brücke. Und genau, wir sind noch taufrisch, noch nicht mal warm. Und werden jetzt mal hier die Treppchen hochtigern. Die wenigen Höhenmeter, die wir hier haben. Drüben kommt gerade eine Stadtbahn. Die Mülheimer Brücke wird ja gerade saniert. Und dann rennen wir mal nach Mülheim rüber. Oh, der Rhein ist gut voll. Hier ein Blick Richtung Norden. Also gerade so am über die Ufer treten, hat ja auch viel geregnet, auch wenn zwischendurch ja noch schlimmer war nach den großen Unwettern. Und ja, den Blick Richtung Süden, da sieht man dann die Messe und da kommt der Dom raus. So, da sind wir in Mülheim am Rhein, also Stadtteil von Köln, da gibt es nicht die Stadt Mülheim. Und da hinten sieht man den Mülheimer Hafen, über die Brücke laufen wir gleich und dann da hinten über die Mülheimer Brücke. Ja, hier gibt es Möwen, deshalb gerade der Kommentar von Heidi. Schöner Spielplatz. Das wäre was für mich als Kind gewesen, so ein Piratenschiff. Ja. So, nächste Brücke. Die ist allerdings nicht mitgezählt, das wäre dann die 8. Und da nochmal der Mülheimer Hafen mit dem Messeturm und dem Dom dahinter. Hier am Ende hat früher mal die das Boot der Kelly Family gelegen und der Blick zur Mülheimer Brücke und weiter geht's.
So, da sind wir auf der Zoobrücke. Da, wo das Riesenrad ist, dahinter liegt der Zoo. Und im Moment haben die da vor ein Riesenrad aufgebaut. Da hinten ist die Mühlheimer, wo wir gestartet sind. Und da bricht so ein bisschen die Sonne durch die Wolken. Mittlerweile haben wir 7:30. Und da sieht man schon die nächste Brücke, die Hohenzollernbrücke. Bis später. So, da sind wir schon an der Hohenzollernbrücke. Allerdings nehmen wir nicht den Aufgang, sondern den auf der anderen Seite. Weil drüben gibt es auf dieser Seite nicht direkt einen Abgang. Da muss man den Umweg laufen. Ja. Und kommen jetzt gleich so ein Stück durch die Kölner Altstadt, aber nicht viel. Und geradeaus seht ihr schon die Deutzer Brücke und dahinter die Severinsbrücke. Ah ja, da kommen wir auch direkt drauf, genau. Ja, links, was ihr gerade läuten hört, ist Groß St. Martin. Und da ist Museum Ludwig und die Domspitze, aber gleich sieht man den Dom auch noch mal besser. So, mal wieder ein paar Höhenmeter. Rauf zum Museum Ludwig und da hinten sieht man schon den Dom. Und langsam wird es gefährlich. Von Schritt zu Schritt sieht man mehr vom Dom. Nicht von Heidis Hintern. Und der Kölner Hauptbahnhof. So, dann laufen wir mal über die Hohenzollernbrücke. Auf der Hohenzollernbrücke gibt es ja diese zigtausenden Liebesschlösser. Und aber wir haben keins. Genau. Wir haben hier tatsächlich, allerdings, als wir geheiratet haben, gab es das noch nicht. Und mittlerweile ist das ja hier, ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt eine Brücke mit mehr Schlössern gibt. Auf der anderen Seite der Brücke ist ja, das ja auch, ne? Ja, da sind noch ein paar Plätze frei, aber es fängt ja auch schon an. Ja, auch hier oben dran. Ja, mal der Schwenk rüber und zurück zum Dom. Genau, da laufen wir am Rückweg vorbei. Normalerweise ist in Köln ja immer Ostern und Allerheiligen Kirmes. Und die letzte Zeit ging das ja wegen Corona nicht. Und deshalb haben die den Schaustellern dieses Jahr im Sommer erlaubt, da die Kirmes aufzubauen. Insofern ist da das zweite Riesenrad von Köln gerade. So, ich glaube, ich habe gerade den Himmel gefilmt. Da sind wir von der Hohenzollernbrücke schon runter. Und hier gibt es dann, abgesehen vom Reiterdenkmal, auch noch was Interessantes, weil dieser Aufgang kann nämlich beklettert werden. Jetzt nicht von dieser Seite, sondern von der anderen. Hier sieht man aber die Befestigung für die Sicherung und letztendlich ist dann das halt der Teil, der entsprechend beklettert wird. Ich zeige es gleich nochmal von unten und muss man, glaube ich, Mitglied im DRV sein und sich irgendwie melden und dann kann man das Ganze beklettern. Also Tochter war auch schon mal hier und hat das gemacht. Wir zwei nicht, da sind wir dann doch nicht gut genug für. Da sieht man das jetzt.
Also wenn man den Kletterern Glauben schenken darf, ist es von der Schwierigkeit gar nicht so extrem. Aber schon was Besonderes, so eine Brücke zu beklettern. So, in der Zwischenzeit sind wir auf der Deutzer Brücke. Rechts nochmal der schöne Blick in die Altstadt. Da hinten die Hohenzollernbrücke, wo wir eben waren. Und auf der anderen Seite sieht man schon die Kranhäuser, die Severinsbrücke, dahinter die Südbrücke und die Kirmes. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gegen die Laterne laufe. Das gibt Beulen. Noch mal über so eine kleine Drehbrücke drüber, wo es heute zum Schokoladenmuseum geht. Und im Hintergrund sieht man es. Da ist auch so ein Tropenhaus, wo man sehen kann, wie Kakao wächst und sowas alles. Und ja, heute gehört das Lind, früher war das Stollwerk, war ja der große Schokoladenfabrikant in Köln. Und ja, ist heute ein hippes Viertel mit teuren Wohnungen und Büros. Schöner Weihnachtsmarkt. Ja, der ist auch immer hier. Und früher war das halt das Hafenviertel von Köln und eine Zeit lang dann auch ziemlich abgewrackt. Aber da sieht man, was man mit entsprechendem Investment alles machen kann. So, wir gehen gerade hier den Aufgang zur Severinsbrücke hoch und stellen gerade fest, dass hier in der Mitte wahrscheinlich mal ein Aufzug geplant war und dass man ihn dann im Nachhinein aus Kostengründen wahrscheinlich gespart hat. Die Stahlkonstruktion ist zwar schon da, aber der Aufzug fehlt. Na gut, wir hätten ihn sowieso nicht genommen, aber für Behinderte wäre es gut gewesen. Noch ein Ausblick hier in den Rheinauhafen und dann sind wir auch oben. Ja, sieht man hier. Hier wäre die Tür gewesen und wir rennen jetzt über die Severinsbrücke. Brücke Nummer 5. Wenn man die Kleinen weglässt, mal wieder auf die andere Rheinseite. So, Richtung Süden sieht man schon die Südbrücke und dahinter die Rodenkirchner Brücke, die ja dann auch unser Wendepunkt sein wird. Und da ganz hinten sieht man das Siebengebirge. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und da wäre dann der Rheinsteig. Oh. Da kommen wir auch schon an der Kölner Südbrücke an, die ja genau wie die Hohenzollernbrücke eine reine Eisenbahnbrücke ist, wo wir jetzt gleich rüberlaufen werden. Und hier nochmal der Blick in den früheren Rheinauhafen da. Ja, hier müssen wir hoch. Noch ein E-Scooter. Viel Graffiti hier drin. So ein schöner alter steinerner Aufgang, sowas wird man heute gar nicht mehr bauen. Fenster, der Blick zum Dom. Ja, gleich sind wir oben. Ach,
Ja. So. Auf der Südbrücke. Ja, schön sieht's aus. Ja. Guck mal, da sind wir alles gelaufen. Ja, siehst schon gar nicht mehr alle Brücken. Und. Genau. Die Brücke ist eigentlich auch hübsch. Ja. Wenn das nicht so voll geschmiert wird. Wird nur hauptsächlich für Güterverkehr benutzt und daher deutlich seltener als die Hohenzollernbrücke. Und da hinten sieht man schon die Rodenkirche. Ne? Genau, dann haben wir die Hälfte der Tour geschafft. So, Rodenkirchner Brücke, die letzten Stufen. Und einmal Linksschwenk. Und damit haben wir die südlichste der sieben Brücken erreicht. Haben dann jetzt alle sieben Brücken einmal durch. Wenn wir drüben sind. Genau. Gut, die Rodenkirchner und die Mülheimer, haben wir schon erwähnt, werden wir nur einmal machen. Und die anderen fünf kommen jetzt alle nochmal. Und ja, hier ist jetzt ein bisschen Radau. Hier geht ja die A4 rüber. Und gleich zeigen wir euch nochmal den Ausblick Richtung Köln Innenstadt. So, das herrliche Panorama Richtung Innenstadt. Da drüben werden wir gleich dann weiterlaufen. 16 Kilometer geschafft. Sind jetzt schon wieder von der Rodenkirchner Brücke runter und auf der anderen Rheinseite Richtung Norden unterwegs. Wir haben hinter uns einen schönen Campingplatz entdeckt. Ja, wobei ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob es so meiner wäre, weil man hört halt immer noch die A4. Und wenn ich campe, dann so quasi direkt neben der Autobahn, dann hätte ich da irgendwie nicht so Bock zu. Aber er war schön. Ja, schön war er. So, 17,8 Kilometer und wir kommen zur Südbrücke, die zweite Südbrücke hinter uns und sind jetzt hier im ehemaligen Kölner Hafenviertel. Die ganzen schicken neuen unbezahlbaren Häuser stehen. Da hinten sieht man noch einen alten Hafenkran. Vorne kommt gleich eine Eisdiele und da werden wir mal gucken, ob wir da was bekommen. Ich hoffe, die hat schon auf. Ja, die Eisdiele war noch nicht auf. Die Toilette war auch noch nicht. Wir sind zu früh. Ich wollte da auf Pischern. Weil überall stinkt es nach Pipi. Und ich muss auch mal Pipi. So, gleich kommen wir wieder zur Severinsbrücke. Die mit dem ohne Fahrstuhl. Mit oder ohne? Vorne. Da sind wir auch schon wieder an der Rodenkirchner Brücke, an dem Fahrstuhl ohne Fahrstuhl. Da tigern wir jetzt mal rauf. Severinsbrücke hinter uns und wir laufen jetzt hier parallel zur Kirmes bis zur Deutzer Brücke. So, gerade nochmal geguckt. 21,2 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Und insofern haben wir noch knapp 7 Kilometer und dann haben wir es durch, noch ein paar Brücken. Die Deutzer Brücke, diesmal auf der anderen Brückenseite und an dieser Kreuzung
geht halt nicht immer überall von jeder Seite raufzukommen und wir hatten keine Lust, einen Umweg zu laufen. Oh, da haben sie einen großen Fahrradparkplatz gemacht, wahrscheinlich für die Kirmes. Interessant, habe ich so noch nie gesehen. Lustig, ne? Ja. Toiletten da hinten, Watsch. Quatsch. Da steht doch Parkplatz für Fahrräder. Ja, wie willst du da parken mit deinem Fahrrad? Ja, seitlich irgendwie anlehnen oder so. Keine Ahnung. Musst du nur die Reihe merken. Spannend. Kommst du gar nicht mal an ein Fahrrad dran dann, oder was? Ja, doch. Wir müssen an einer Seite festmachen oder an beiden Seiten und in der Mitte bleibt ein Gang. Anders kann es ja nicht funktionieren. Tja. Was kommt man hier am Rhein? Ja. Kajakfahrer oder so, Kanus? Keine Ahnung. Nichts für mich. Ja. So, wir laufen mal rüber und rennen dann nachher über den Heumarkt im Bogen zu Hohenzollern. So, wieder am Dom und weiter geht's zu Hohenzollern. So, hier sieht man's jetzt. Wie hier geklettert wird. Allerdings im Top Rope. Das glaube ich aber hier normal, also sprich, dass oben das Seil schon eingehangen ist. Hohenzollernbrücke haben wir hinter uns. Und wir sind jetzt hier an der Deutzer Messe. Das Gebäude ist 29 oder sowas, also steht eine Denkmalschutz. Drüben ist der Messeturm. Und ja, wir haben jetzt noch 3,9, dann haben wir es geschafft. Jetzt sind wir im Rheinpark. Das war ja, glaube ich, in den 60er Jahren hier mal Bundesgartenschau und ist dann den Kölnern als Park erhalten geblieben. Hier habe ich auch als Kind gespielt. Ja, genau, hier gibt es auch so eine Schmalspurbahn, auf der saß ich auch schon als Kind. Und ja, da hinten kommt gleich die Zoobrücke, wird jetzt gerade von den Bäumen verdeckt. Ja, wir rätseln gerade, weil da glaube ich DLRG oder irgendwas ist und ob die da irgendwie suchen. Naja, auf jeden Fall müssen wir gleich über die Zoobrücke und das ist dann unsere letzte Brücke für heute. Und sind auch schon der letzte Weg. Ziemlich platt, weil wir mittlerweile irgendwie 24,5 Kilometer schon in den Knochen haben. Aber ja, wir waren ja auch vorgestern bouldern. Ich habe meinen Sport gestern gemacht und jetzt muss ich mich zügeln mit meinem Sport. Und ich muss mir überlegen, welche Schuhe ich zum Little Mammut anziehe. Meine Schuhe oder die Markus mir empfohlen hat. Ja. Ich würde sagen, ich gehe auf meine Schuhe wieder zurück. Weil diese sind... Ich hatte noch nie so brennende Füße gehabt. Echt. Ja, ich werde mir irgendwie, obwohl ich dicke Socken habe und das bis jetzt immer geklappt hat, werde ich mir ein zweites Paar dünne Socken reinziehen, weil... Das Problem ist, dass jetzt in den Socken von den Blasenpflastern Rückstände sind, so Kleberückstände. Und die kriegt man nicht mehr weg. Und ja, insofern kleben die Socken jetzt an den Füßen so ein bisschen fest. Das ist natürlich blöd. Und wir können auch statt mit den Füßen über die Brücke gehen, immer auch mit der Seilbahn rüberfahren. Ja, gibt's eine Seilbahn, gemacht. Na gut, dann aber wir pushen nicht. Einmal rüber, noch über die Brücke, zur Brücke und dann noch ein Stück auf der anderen Rheinseite, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft, dann gibt es heute Steak. Mit den Vögeln davon. Guck mal, wie viele davon. Ja, die Gänse hatten wir vorhin am Hinweg schon von der Brücke gesehen, aber die sind immer noch da. Anscheinend
sind die hier gerade ein bisschen Futter am Fressen und fliegen dann weiter Richtung Süden. Weil normalerweise sind die nicht hier. Ja, manche. Ja. Also. Also kommt der Winter oder was? Ja, wer weiß. Wenn das der Winterbote ist, dann kommt der Winter. La, 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 la. Ja. Wenn mein Vater hier wäre, würde der sprechen. Guck mal, die zanken sich. Hier können wir auch mal Minigolf spielen. Hier ist unter der Zoobrücke ein Minigolfplatz. Und als wir heute Morgen hier lang sind, war der gerade mit einem dicken, fetten Laubgebläse den Platz am Reinigen. Ja, und jetzt ist er offen. Und da ist schon ein kleiner Profi, der seinen Ball sucht und gefunden hat. Ja! Damit haben wir die Mülheimer Brücke auch erreicht und hinter uns gelassen und unsere Tour im Prinzip beendet. 28 Kilometer. Ja, wir müssen jetzt aber noch so 300, 400 Meter bis zum Auto laufen. Und dann haben wir es geschafft. Genau. Also Füße ist eher das Problem als Beine. Ich muss gleich mal gucken, wie gesagt, ob ich mir schon wieder eine Blase gelaufen habe. Und irgendwie muss der hat bestimmt. Dreimal hast du deine Socken gerissen. Ja, weil die immer festklebt von den Resten da vom Blasenpflaster. Das ist irgendwie scheiße. Unterm Fuß hast du dich nicht gewaschen? Ich schon, aber die Socke ist nach dem Waschen der Socke ist trotzdem dran geblieben. Ach so, okay. Das ist das Problem. Ja. Ich dachte vorhin schon die ganze Zeit, deine Füße nicht gewaschen. Doch, ich wasche mir hin und wieder meine Füße. Kinder, es geht alle raus. Egal wie lange, kurz, lang, egal, es ist alles gut. Bewegt euch irgendwie. Ja, wir müssen später mit dem Rollator weitermachen. Ne? Es ist später so. Ja. Ne? Ach ja. Ja. So. Tschüss, auf jeden Fall. Genau. Oder bin ich zu schnell? Ich denke, das nächste Video von uns nach dem hier ist dann der Little Mammut, wobei es sein kann, dass wir den früher hochstellen als das Video hier. Müssen wir mal sehen. Hä? Ja, wenn wir den gemacht haben und vielleicht geschafft haben, ja, müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt mit dem Video schneiden hinkriegen. Ne?